Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen beim Energy Update. Diese Woche ein bisschen anders, vielleicht behalten wir das auch bei. Wir schauen uns jetzt einzeln ein Update für die Sternzeichen an und wir beginnen mit Feuer, mit uns Widderlingen, nein, mit dem Widder. Mit dem Widder fangen wir an. Wir sind ja keine Widderlinge, aber wir sind Widderlinge, süße Widderlinge. Der Widder. Hier haben wir die Manifestationskraft, wir haben die Dame hier und wir haben hier die materielle Fülle. Was heißt das jetzt bei mir? Bei mir heißt das jetzt, geh aus der Zurückhaltung raus. Fokussiere dich wirklich auf das, was du erreichen möchtest. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hältst hier gerade was aus. Irgendwo ist eine Sehnsucht drinnen, die noch nicht die richtigen Schritte gefunden hat. Und jetzt geht es darum, dich danach zu besinnen, dich darauf zu besinnen und wirklich zu erlauben, dass die materielle Fülle mit den richtigen Schritten in dein Leben kommen will. Es möchte sich hier etwas intensiv manifestieren. Das heißt, setz hier deine Intention, setz die Absicht und geh ins inspirierte Handeln, um auch wirklich mit Herz und Verstand und all den Charme, hier dein Lebenswerk auf die Erde zu bringen. Ja, oder eines deiner Lebenswerke auf die Erde zu bringen. Wunderschön. Haben wir ja auch ein schönes Kraftpotenzial jetzt diese Tage sowieso gesehen. Also hör da nicht auf, sondern geh da wirklich jetzt in deine beherzten Schritte hinein. Ja, trau dich, du bist nicht alleine und erinnere dich daran, dass nach den Schritten die Erfüllung einfach steht. Ja, wunderschön. Du lieber Löwe, du bist jetzt dran. Um was geht es bei dir? Die Kätzchen dürfen brüllen. Das sage ich dir. Also, na, es geht hier tatsächlich um, lass dich in meine Arme sinken. Vertraue, ja, vertraue, dass der Wurzelbereich gehört hier gestärkt. Der Wurzelbereich möchte hier gefüllt werden, möchte hier gefühlt werden. Und vielleicht auch mit Musik stimuliert werden, wo du einfach mit Bassmusik oder alles, was so die Hüfte ins Schwingen bringt, ja, hier einfach gestärkt werden, damit das Vertrauen hineinkommen kann in deine nächsten Schritte oder aber auch eine Partnerschaft, die jetzt ins Land kommen will für dich. Das heißt, hier darfst du dich auch von jemandem tragen lassen ein Stück weit, also entweder von dir, von deiner männlichen Energie oder aber tatsächlich mit einem Partner über eine Brücke drüber gehen. Und für manche heißt das auch, dass jetzt etwas Altes, was da drinnen war, die Zweifel und Sorgen, die damit verbunden waren, über die Brücke gehen, damit das sich jetzt hier tatsächlich verfestigen kann. Ja, wunderschön. Bin ich schon gespannt, was diese Woche hier auf uns zukommen wird. Du lieber Schütze, du bist dran. Mit Pfeil und Bogen einfach sein. Du lässt das Glück jetzt in dein Leben hinein. Ja, großartig, aber wir haben so ein bisschen in dieser Woche jetzt hier die Energie bei dir, lieber Schütze, dass es darum geht, einen Mittelweg zu finden. Das heißt, dass es darum geht, nicht voranzupreschen und alles sofort erledigen zu wollen, sondern so wie zwischen hell und dunkel in Ruhe voranzuschreiten und dich zu entspannen, ja, dich vorzubereiten, dich nicht zu verkrampfen, sondern alles fließen lassen, ziehen lassen, weil hier ist alles mit, na, lass den Dingen seine Zeit. Du willst etwas mit Biegen oder Brechen erzwingen. Nein, dazu bist du nicht bereit, sondern es geht wirklich darum, mal in Ruhe auch zu reflektieren, ja? Was passt noch zu dir, was eben nicht, und dich da vollkommen zu entspannen. Wunderschön, du lieber Schütze. Das war jetzt die Botschaft für dich, also loslassen, entspannen, ankommen in dir, damit wird alles weiter, damit wird alles gut. Und wir Feuerzeichen sind sowieso bereit für Wunder und für Erfolg, auch in der eigenen Freiheit nämlich. Und es geht um eine Entscheidung für uns alle drei hier. Und dabei sind wir geschützt und getragen. Wunderschön. Also wir gönnen uns das jetzt hier und gehen tatsächlich in diese Manifestationskraft hinein. Der eine mit jetzt gehen wir voran, wieder Energie. Die Löwen mit Hingabe, Vertrauen und die Schützen mit Entspannung. Wunderschön. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ihr lieben Wasserzeichen, wir starten mit dem Krebs.
Lieber Krebs, hier haben wir Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Wir haben die Masken hier und wir haben das Herz. Und das, was ich hier aufnehme bei dir ganz stark, ist, dass du dich zurücklehnen darfst, dass du ein bisschen in dich hineinschauen darfst, dass du dein Herz wieder öffnen darfst und dass du in deinen zwischen Schmerz und offenen Herz vielleicht einen Mittelweg finden darfst, dass du alte Verletzungen, vielleicht auch gerade in der Liebe, alte Verletzungen aus Erfahrungen heraus, muss jetzt nicht zwangsläufig die Partnerschaft nur sein, aber ich kriege es ganz stark in der Partnerschaft auch, dass du hier einfach ein Stück weit ja, loslassen darfst, den alten Schmerz, wie lassen wir los, indem wir uns auf das besinnen, was schön war für uns, was gut war für uns. Und das hat mit der Herzöffnung wieder zu tun, weil oft machen wir das ja nicht, weil wir Angst haben vor dem Schmerz, der dann wieder kommt, wenn wir unser Herz öffnen. Und da darfst du wissen, dein Herz will geöffnet sein. Der Schmerz, der will nicht mehr hinein, sondern es geht darum, alten Schmerz mit Liebe zu überfluten und daher wieder ganz zu öffnen und offen zu sein für alles das, was jetzt zu dir kommen will. Und da darf nämlich jetzt alles rein, was wirklich zu dir gehört und alle alten Rollenbilder, die du so spielst, vielleicht auf dieser Welt, die du vielleicht bist jetzt, da darfst du hinterfragen, ob es dir denn überhaupt noch gefällt, ja? Und wieder mit dem Herz alles in Liebe zu fluten. Wunderschön. Du lieber Skorpion, was haben wir hier bei dir? Die Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Und ich habe so das Gefühl, dass du manchmal vielleicht ein bisschen zu viele Fragen stellst und jetzt geht es aber ums Gefühl. Es geht darum, fühlen zu gehen und dich als Mittelpunkt dieser Welt zu sehen. Was macht dir Spaß? Was macht dir Freude? Wo geht dein Herzchen auf? Ja? Was möchtest du für Träume verwirklichen? Nämlich auch, was ist dein Lebenssinn? Was ist deine Loyalität dir gegenüber? Ja? Und da lässt du jetzt alte Fesseln, alte Stricke los und fragst nicht mehr so viel, sondern konzentrierst dich und fokussierst dich jetzt einfach wirklich vermehrt auf das, was du wirklich auf dieser Erde erleben willst und öffnest dein Herz ohne zu hinterfragen, sondern du darfst jetzt einfach wagen, für dich zu gehen. Wunderschön. Und du lieber Fisch oder ihr lieben Fische, jetzt kommt ihr dran. Nur die Liebe wird dich befreien, lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben Einzug halten kann. Ja? Und das kann jetzt natürlich für den einen oder anderen bedeuten, einen Menschen ganz loszulassen, wenn man da vielleicht noch dranhängt, oder einfach alte Strukturen mit einem Menschen ganz loszulassen, damit sich überhaupt etwas neu etablieren kann. Und wie wir ja schon wissen, ist Manifestieren und Loslassen einfach ein natürlicher Prozess, der folgt nach den richtigen Schritten. Das heißt, es geht hier wirklich um eine Handlungsebene und die wird dir hier klar. Es wird dir nämlich klar, dass du deine Wünsche, deine Träume hier tatsächlich auf eine Ebene mit dir stellen darfst, sie nicht auf einen Sockel draufstellen musst oder sie untergraben musst, weil irgendwas anderes wichtiger ist, sondern das wird dir jetzt klar, dass das deine Wunscherfüllung ist, nach deinen Wünschen, nach deinen Träumen zu gehen und ein erfülltes Leben tatsächlich zu haben. Und hier haben wir die Informationen besser verstehen und verarbeiten. Das heißt, geh vielleicht noch einmal einfach alles für dich durch. Wo hast du denn noch festgehalten? Passt das überhaupt noch? Stimmt das überhaupt noch für dich? Oder darfst du jetzt einfach deinen Fokus umlenken und dir wirklich anschauen, was passt denn jetzt besser für mich? Was möchte ich denn erleben? Und wenn du es noch nicht weißt, dann geh nach dem Gefühl, dann geh nach dem, wo du sagst, das würde ich gerne erleben. Vielleicht weiß ich noch gar nicht wie, aber genau darauf lenke ich jetzt meinen Fokus, nicht nur im Träumen, sondern auch wirklich im Jetzt und Hier, dass ich hier beginne, auch die richtigen Schritte für mich einzulenken. Ja, das können jetzt Weiterbildungen sein, das kann jetzt alles Mögliche sein, das können Aussprachen sein und. Apropos Aussprachen, weil wir haben nämlich als Rückblätter für euch Wasserzeichen, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Und das sagt das Universum dir, du hast hier tatsächlich eine Karte gezogen, wo es ums Fließen geht. Mit dem Abwarten geht es jetzt wirklich darum, nichts zu überstürzen, sondern einfach dich danach zu besinnen, es fließen zu lassen und aus dem Fluss heraus, aus der Hingabe heraus zu verankern und zu generieren. Nicht zu viel in den Kopf hinein zu gehen, sondern wirklich den Erfolg und die Handlungen für dich zu finalisieren. Und da darfst du vielleicht noch ab und zu ein bisschen
hinschauen, um das wirklich zu begreifen und in die richtigen, in den richtigen Fokus zu ziehen. Ja, und dann haben wir hier den Halsbereich. Das heißt, es geht um Selbstverwirklichung, es geht um Kommunikation, es geht um Selbstdarstellung, es geht ja einfach darum, vielleicht auch Familienthemen, alles das, was jetzt so mitschwingen will, hier offen und ehrlich für dich einzustehen und deinen Weg zu gehen. Wunder, wunder, wunderschön. Jetzt seid ihr dran, ihr lieben Erdlinge, und wir starten mit dem Stier. Lieber Stier, was haben wir denn hier? Hier haben wir die Zwillingsseelen. Wir haben die Zwillingsseelen, wir haben die Wunscherfüllung bzw. die Wünsche und wir haben die Gedächtnisleistung. Und wir, oder die Gedächtnissteigerung, und das, was ich jetzt ganz stark sehe, ist dieses: erinnere dich an die Dinge, die du vielleicht einst schön empfunden hast, die tatsächlich aus deiner Seele heraus entstehen. Lass dich nicht so übermanteln oder überschütten von irgendwelchen äußeren Geschehen, sondern gesteh dir wieder ein, was wirklich in deiner Seele, in deinem Herzen wichtig ist, und erinnere dich, wie schön es ist, mit jemandem anderen zu verschmilzen und zu fließen. Spannend, spannend, spannend. Na, dann schauen wir mal, was da alles kommen will. Du liebe Jungfrau, ein Update für dich. Hier haben wir die romantische Liebe, wir haben die Würfel und wir haben die männliche Energie, aber auch die Partnerenergie. Was sagt mir das hier? Ich habe das Gefühl, dass es bei dir darum geht, romantische Liebe nicht zu romantisieren, sondern viel eher ins Gespür hinein zu gehen, ins Gespür, ins Gefühl, um das für dich hier zu finalisieren, indem du erkennst, was für dich richtig ist, es auch so benennst und alles andere tatsächlich ziehen lässt und es nicht auf einen Sockel hinaufzustellen. Das ist so der Impuls, der da gekommen ist. Egal, ob das jetzt schon ein Partner ist, mit dem du vielleicht zusammen bist, wo es vielleicht zu 50-50 passt oder halt eben auch nicht, oder ob das jetzt deine eigene Energie ist, die sich nicht zurückhalten will, sondern voranschreiten will, um etwas auf die Erde bringen, romantisiere es nicht, sondern lass einfach die Liebe fließen, weil dann bist du im Gleichgewicht. Das war die Botschaft für dich. Du lieber Steinbock, was sehen wir denn hier bei dir? Aha, da haben wir die Balance, wir haben die Eulen und wir haben die Botschaften besser verstehen. Und das, was ich hier mitbekomme, ist, dass es darum geht, jetzt hier dich wirklich zu trauen und aufzumachen, einen neuen Weg zu gehen. Und das darfst du, indem du mehr auf Zeichen achtest und mehr beginnst, wirklich die Zeichen für dich auch nochmal zu hinterfragen, aber nicht im zu analytischen Sinne, sondern zu hinterfragen, warum du vielleicht nicht mehr darauf achten wolltest vielleicht oder willst oder vielleicht tust du es eh, da müsstet ihr mir jetzt bitte in den Kommentaren ein bisschen helfen, wo ihr derzeit steht, sondern es geht hier wirklich jetzt darum, eine Balance zu finden zwischen Geben und Nehmen, zwischen Ruhen und Tun, und sich auf der einen Seite nicht zu übersteuern, aber auf der anderen Seite auch nicht zu unterfordern, weil beides führt hier nicht zum Ziel und in beiden Fällen siehst du die Botschaft nicht. Und es geht jetzt darum, wirklich aus der Balance heraus, aus dem Herz heraus, wieder Freude zu schaffen oder in Freude zu erschaffen. Ja? Wunder, wunderschön. Und für euch Erdlinge grundsätzlich gesehen, nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Und damit ist alles gemeint, was das Herz befreit. Damit ist alles gemeint, was das Herz einfach belebt und in Freude wieder fließen lässt. Weil es geht um tiefe Gefühle. Es geht darum, wirklich Informationen zu begreifen und zu harmonisieren und ins Positive hinein zu ziehen. Ja, damit einfach jetzt die Bewusstseinserweiterung bei dir stattfinden kann. Und wir haben hier jetzt noch Wissen auf die Erde bringen und lebensbejahend. Das heißt hier auch wieder ein bisschen seine Informationen, all das, was man gesammelt hat, all das, was tief in einem verwurzelt ist, was man schon begriffen hat, auch nach außen hin abzugeben und andere damit ja in den Fluss zu geleiten. Ja, du darfst nicht nur dich, sondern auch andere vielleicht vorbereiten für irgendwas. Wunder, wunder, wunderschön. Last but not least, ihr lieben Luftikusse, ihr lieben Luftwesen. Wir fangen an mit dir, Wassermann. Was will da jetzt in dieser Woche für dich gesehen werden?
Ich denke gerade an dich, ich liebe dich mit dem Mond und mit der persönlichen Freiheit. Und das, was ich hier spüre, ist auch dieses entfessle dich aus alten Zyklen, wo ganz viel vielleicht auch auf der elepathischen Ebene, auf der Seelenebene stattgefunden hat für dich. Jetzt geht es um die persönliche Freiheit und um das, was du willst, wirklich auf die Erde zu bringen, damit auch dein Seelenplan wieder fließt und verbindet dich mit all diesen Wesen, die tatsächlich mit dir in Harmonie und zur Harmonisierung bereits verbunden sind, wo du dich wie verstehst blind mit ihnen zum Teil. Ja, also das ist einfach ganz wichtig für dich, dich auch mit den Menschen zu verbinden, die dir auch die persönliche Freiheit gewähren ein Stück weit und nicht nur von dir Energie ziehen, nämlich auch. Das ist hier ein ganz entspringender Punkt, weil ich so das Gefühl habe, dass eine alte Energie hier noch beendet werden will, wo ganz viel Zug und ja, Verbundenheit auch drinnen fließt, aber wo du viel, viel mehr abgibst an jemanden als für dich selbst. Und jetzt geht es darum, diesen Zyklus umzudrehen, in die Freiheit zu gehen, um dir selbst all das zu ermöglichen. Wunder, wunder, wunderschön. Du liebe Waage, du bist dran. Schauen wir mal, was haben wir da? Wir haben hier den heimlichen Verehrer, wir haben den Berg und die Informationsharmonisierung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das, was ich hier so ein bisschen mitbekomme, ist, dass hier etwas verquert ist noch. Hier ist etwas in der Starterenergie, etwas, ein Projekt, ein Partner, egal was, ist hier schon tatsächlich im zu dir kommen. Irgendwie so bekomme ich das jetzt hier oder ist sogar schon da und du kennst vielleicht auch diese Person. Das kann jetzt alles möglich sein. Irgendwie ist es aber gerade blockiert und es ist deswegen blockiert, weil einfach noch alte Themen mitbelasten. Es ist wie ein Rucksack, den man hier noch trägt. Und jetzt geht es darum, so eine Harmonisierung einzuleiten. Sich wieder groß zu machen, breit zu machen, aufzumachen, nicht zu viel auf andere zu schauen, sondern in sich selber jetzt wieder aufzutauen und nochmal seine Vergangenheit sein zu lassen und zu spüren, dass die Zukunft zu einem fließt automatisch und du dich im Hier und Jetzt aufstellen darfst, um zu genießen und damit kommst du in ein ganz anderes Fließen hinein, kommst ins Hier und Jetzt und beendest, was da vielleicht noch im Weg gestanden ist für dich jetzt aus deiner Sicht gesehen. Wunder, wunder, wunderschön. Das passiert jetzt auch. Das passiert jetzt auch. Ja? Du lieber Zwilling, um was geht es bei dir? Da haben wir die göttliche Fügung. Wir haben das Tick-Tack oder die Uhr mit Tick-Tack quasi und wir haben das Herz. Das heißt, das, was ich hier spüre, ist wirklich dieses: Gib dich dem hin, dass jetzt einfach die Zeit dazu ist, etwas für dich zu verändern. Es geht jetzt wirklich darum, beherzt eine Veränderung in deinem Leben einzuleiten und du darfst wissen, dass dies von Erfolg gekrönt werden will. Es geht einfach nur darum, dein Herz aufzubreiten, aufzumachen, dich wieder aufzuweiten, um jetzt einfach auch diese Schritte beherzt zu gehen. Es kann dir nichts geschehen. Ja? Alles das, wo jetzt die Impulse kommen für dich, das ist eine Zeit, die ist jetzt ganz, ganz wichtig für dich und das wird jetzt diese Woche angestoßen. Ja? Du bist bereit, denn es ist Zeit. Ja? Und für euch alle gesehen, ich liebe dich und diese Liebe will in Balance tatsächlich gebracht werden und du darfst wissen, dass du immer, 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 immer geschützt, getragen und gesegnet bist. Das heißt, du darfst hier es wagen, hier, egal in welchem Bereich, aus den Gedanken rauszugehen, aus der Warteposition rauszugehen, aus der Zurückhaltung herauszugehen und dich Traum zu fliegen, denn das, was da kommt, das Ergebnis, das wird für dich verankert sein, wunderschön und du darfst auch hierbei schauen, welche Zahlen dich begleiten. Ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, es freut mich sehr, wenn es euch gefallen hat, gerne einfach kommentieren, abonnieren, meinen Inhalt teilen oder liken, da freue ich mich sehr und du unterstützt damit meinen Kanal. Ja, ich danke dir und wünsche dir jetzt eine wunderbare, tolle und aktivierende, motivierende Wochenzeit. Bis dann. Papa.